wie sorgsam gehst du mit deinen Daten in sozialen Netzwerken um? Muss jetzt, ja, in sozialen Netzwerken, meine Daten. Es stimmen meine Daten zum Beispiel auf Facebook schon, aber ich habe es so geregelt, dass das nicht für jeden sichtbar ist. Man kann ja einstellen, was weiß ich, der Geburtstag ist nur für die Freunde sichtbar oder nur für einen selber oder für Freunde von Freunden. Und ich habe das halt so eingestellt, dass es gewisse Dinge kann nur ich sehen, gewisse Dinge können meine Freunde auch sehen. Ich würde sagen, schon sehr sorgsam. Also ich achte schon drauf, wer kann meinen Geburtstag sehen, meinen Wohnort und die Sachen, die ich poste. Also ich schaue schon, dass ich so viel wie möglich für mich privat behalte. Also zum Beispiel meine Telefonnummer oder meine E-Mail-Adresse oder mein Geburtsdatum. Ja, meine Telefonnummer, eine Adresse und so, das bleibt sowieso bei mir. Also ich gebe es nicht frei. Ich habe die Telefonnummer gar nicht auf Facebook und meine Adresse auch nicht. Ich habe lediglich angegeben, dass ich in der Nähe von Graz wohne. Ja, ich schaue, dass ich so wenig wie möglich öffentlich mache. Fotos erwische ich mich selber leider immer, dass ich da trotzdem rein tue. Und sonst mache ich irgendwie, ja, ich gehe sehr sorgsam damit um, ja. Und was könnte man eigentlich so mit deinen Daten machen und welche könnte man überhaupt gebrauchen? Also ich könnte mir vorstellen, also soweit ich weiß, benutzen viele Websites den Browserverlauf, um zu sehen, welche Websites man oft besucht. Und WhatsApp greift, soweit ich weiß, auch auf die Kontakte zu und vielleicht finden die somit neue Kunden. Ich weiß nicht, so größere Firmen, die vielleicht was für irgendwelche Erhebungen brauchen können. Oder um irgendwie Kontakte aus meiner Liste zu bekommen, damit sie neue Kunden anwerben können. Vielleicht große Unternehmen oder andere Internetseiten wie Google oder so. Ja, große Firmen halt, die das brauchen. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich, wirklich nicht erklären kann, was die davon haben, aber ja. Inwiefern kannst du es dir nicht erklären? Ja, weil es für mich einfach keinen Sinn ergibt, was Leute davon haben, dass sie wissen, dass ich so und so heiß und dann geboren bin. Sie könnten vielleicht etwas, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht etwas ausspionieren, wenn ich zum Beispiel E-Mails schreibe oder so, dass sie dann die E-Mail-Adressen von Bekannten von mir bekommen oder... Wirst du auch manchmal gefragt, ob du Daten freigeben willst? Gefragt. Es gibt, wenn man sich eine App aufs Handy runterladet, kann man zum Beispiel Facebook oder WhatsApp, wird man immer gefragt, ob... Da wird immer gefragt, ja, diese App will auf das und das auf deinem Handy zugreifen. Da sind zum Beispiel auch Kontakt oder Speicherkarte oder so dabei. Und da muss man halt mit Ja antworten, dass man die App benutzen kann. Also wenn man wird gefragt und man hat eigentlich nicht wirklich eine Wahl. Okay, aber glaubst du, du könntest trotzdem irgendwas machen, um deine Daten besser zu schützen? Ja, ich könnte einfach alles fiktiv eingeben. Also ich zum Beispiel habe ja bei Facebook nicht meinen echten Namen drinnen. Aber bei so Sachen wie Geburtsdatum denke ich mir dann schon, dass es irgendwie unnötig ist. Und da habe ich dann schon das Echte drinnen. Und ja. Also ich finde, dass ich weiterhin die Sachen nicht öffentlich machen soll. Also mehr privat stellen und vor allem Fotos nicht öffentlich machen, weil so kann man Fake-Profil einfacher machen. Ich bin derselben Meinung. Ich könnte vielleicht irgendwelche Sachen ändern, vielleicht weniger auf WhatsApp Bilder verschicken oder generell schreiben oder einfach auch manchmal das Internet ausschalten, wenn ich irgendwo bin. Wenn ich vielleicht weniger WhatsApp benutzen würde, glaube ich, dass ich vielleicht meine Daten ein bisschen mehr schützen würde. Okay, danke.